So, hey Leute, willkommen wieder zu einem Zimmervideo. Ihr seht, das ist hier das eine Regal. Und ja, fangen wir mit dem mal ein bisschen näher. Hier sind ein paar Schulsachen, hier noch Plüschtiere, zwei Donkey und Yoshi. Hier Mangas, Doppelreich, hier unten auch. Da unten werden auch noch ein paar Mangas, DVDs und ein paar Blu-rays. Hier ist mal eine Festplatte, ein paar Spiele. Heart of the Swarm Special Edition, Collectors Edition. Hier ein paar Hefte und hier unten meine Mac Mini Schachtel. Haben wir hier noch meinen Schokoladen Adventskalender. Muss doch immer sein, ne? haben wir unten zwei Taschen noch, eine von StarCraft Heart of the Swarms. Hier übrigens mein neuer Fernseher. Ja, das ist der 50 Zoll Sony. War eigentlich recht günstig. Umgerechnet kann ich, weiß gar nicht, 600 Euro kann es sein. Ist an der Wand montiert. Hier unten meine PS3, Stereoanlage, ein paar Spiele, Schachteln und so weiter. Übrigens hat man da hinten auch LEDs. Das kann man eigentlich hier hinten anmachen, wenn ich hier hinten die Stromleiste anmache, dann kann ich hier, sieht man jetzt schlecht, man kann die LEDs, das habe ich mal blau gemacht. Hier ist übrigens der Apple TV, den ich auch angeschlossen habe, das kleine Ding hier unten. Und hinten sieht man es jetzt vielleicht, ich gehe jetzt, kann man hier die LEDs hinten wechseln, ihr seht, grün. Im Dunkeln sieht das natürlich besser aus. Ich mache ansonsten mal kurz das Licht aus. Dann lassen wir das mit roten LEDs. Dann gehen wir erstmal zur Tür. Hier unten übrigens ein Batman-Teppich. Und noch so was Fun. So, jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen schlecht, aber ihr seht, LEDs sieht man. Ah, ich muss mal ein Fernseh-Update machen, weil das ist ein Smart TV und jetzt kann man hier die Farben ja ändern. Zum Beispiel blau habe ich es gerne noch. Und dann ist das alles in blau. Ja, dann schalte ich mal den Fernseher wieder aus. Weil ich den gerade nicht brauche. Gehen wir hier wieder rüber zum Licht. Dann war ich gleich wieder hier. Hier noch ist eine Beats-Schachtel oben. Oh, jetzt sind die Farben ein bisschen doof, okay. So, und jetzt hier noch auch Mangas. Sollten eigentlich das Regal schon ein bisschen bekannter. Ja, hier mein Bett. Ja, kommen wir hier rüber. Hier ist mein Kalender noch auf Dezember geschaltet. Heute ist der 1. War noch 1. Dezember. Heute war ich noch Sonntagsverkauf. Haben mir ein Spiel gekauft und eben die Beats. Das Spiel hier habe ich mir gekauft. Ratchet & Clank Nexus. Also, müsste ich eigentlich noch ein Unboxing drüber machen. Also ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich mache nicht so gerne Game-Unboxings, aber genau, ich könnte euch eigentlich noch die Spiele zeigen, die ich mal schon hier unten noch habe. Hier sind nicht so viele. Das ist Hyperdimension Neptunia, Battlefield 3, Grand Theft, also GTA 5, Crysis 2, Crysis 3 und Tim und Struppi. Und eben da hinten noch das Ratchet & Clank Spiel, tue ich auch mal dazu. Und übrigens gehen wir jetzt auf die andere Seite, in die letzte Ecke. Ist jetzt mein Laptop an dem Bildschirm angeschlossen. Den anderen Bildschirm habe ich jetzt losbekommen. Habe ich jetzt meinen Eltern gegeben, die benutzen den jetzt im Moment. Hier ist die Maus, Beats, mein iPad Mini. Hier sind eben die Beats. Hier sind noch Mangas, Kaugummis, Schachteln, Mangas. Ja, im Moment benutze ich den Laptop, den Mac Mini verkaufe ich gerade, weil ich überlege mir mal noch ein MacBook Pro zu kaufen und das hier dann, diesen Laptop ja auch noch zu verkaufen. Und ja, das muss ich euch dann noch zeigen. Genau, das Sofa, das ist eh komplett neu, das habt ihr auch noch nicht gesehen eigentlich. Das habe ich mir auch geholt. Ja. Ein kleiner Rundblick hier noch. Ihr seht. Übrigens möchte ich euch noch meine Pantoffeln dann gleich zeigen. Die sind auch cool. Ich habe hier noch diese Pantoffeln für zu Hause. Die sind recht bequem. Ihr seht. Das sind Yoshi, blaue Yoshi Pantoffeln. Die sind lustig und bequem und geben warm. Ja, ich denke mal, das war's jetzt hier von diesem Zimmervideo. Ihr habt jetzt wieder einen Überblick von meinem Zimmer. Ich benutze jetzt eben, wie gesagt, jetzt das hier, das habe ich neu gekauft. Hat 179 Franken gekostet. Ist okay der Preis.
Ich wollte mir halt diese noch kaufen, das sind die alten Beats, also Beats Solo HD und nicht die Monochrom. Die Monochrom sind einfach ein anderes Design und Farbe matt. Aber ja, das war's dann eben von diesem Video. Falls ihr sonst noch irgendwelche Wünsche habt, was ich machen soll, dann gebt mir das Bescheid per Kommentare, PN. Ich freue mich über jede PN. Ich versuche auch immer schnell zu antworten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen frohen Dezember. Heute ist der 1. Dezember, wo ich das aufnehme. Ja, auch direkt der erste Advent. Also, tschö Leute!